Je länger ich in der Bank gearbeitet habe, desto besser habe ich bestimmte Finanzprodukte verstanden, die es ermöglichten, die Wahrheit über Vermögen zu verschleiern. Irgendwann wird das unerträglich. Diese Datendiebstähle von CDs in Banken waren eine neue Dimension. Und da geht es um Bankkontodaten, um Kundendaten, da geht es um E-Mails. Hier sieht man zum Beispiel einige Millionen Dollar, 200 Millionen Dollar. Der Fall HSBC ist umfassend und beispielhaft genug, um diese Verschleierungsmechanismen ein für alle Mal zu beseitigen. In dem Augenblick ist das Schweizer Bankgeheimnis in sich zusammengebrochen. Wir sind uns einig, Steuerparadiese darf es nicht mehr geben. Wir werden unser Finanzsystem verteidigen. Das Geld ist wie Wasser. Es fließt überall dorthin, wo es Ritzen hat. Und deshalb wird es auch in Zukunft immer wieder Steuerhinterziehung geben. Der Kampf gegen Steuerhinterziehung ist ein Krieg. Denken Sie, dass Sie diesen Krieg gewinnen können? Natürlich.